Willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. Wir sind auf der Jagd durch Jafar, der entkommen muss aus seiner Lampe. Und Iago hat gesagt, Jafar sei hier. Sag mal, wollen wir nicht wieder zurück? Es geht natürlich nicht, aber besser wäre es. Donnerwetter, hier sieht's aber aus. Was Jafar wohl an einem Ort wie diesem macht? Wir sind ja in die Ruinen angekommen. Fliegende Teppiche sind doch wirklich was Praktisches. Was haben wir hier drin? Ja, eine kleine Karte und sonst noch was. Da ist doch bestimmt eine Seite drin, oder? Ja. Eine verlorene Seite. Jafar muss sich direkt vor uns befinden. Macht euch auf alles gefasst, Leute. Sind wir hier auch richtig? Warte! Es war nicht meine Idee! Bitte vergebt mir! Es war Jafar! Er hat mich euch herlocken lassen! Ihr kennt ihn nicht so, wie ich ihn kenne! Er kann sehr überzeugend sein! Er sagte, wenn ich nicht mitmache, wird er mich... Wo ist er? Komm schon, Al! Du musst mir verzeihen! Wo ist Jafar? Mal überlegen. Jetzt im Moment greift er wahrscheinlich den Palast an. Mir blieb keine Wahl. Seine Augen wurden ganz unheimlich und grobig. Spar dir das. Iago, du wolltest unser Freund sein, aber du hast ein doppeltes Spiel gespielt, um auf der Seite des Siegers zu stehen. Ich wusste, du bist der Hinterhalter. Es tut mir leid. Oh oh. Und wieder stürzt alles ein. Genau wie in der Wunderhöhle damals. Tja, nichts wie raus hier. Und zurück nach Aqaba. Denn Jafar scheint dort ziemlich zu wüten. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Das hat mich sehr an die Wunderhöhle erinnert. Ja, wir müssen die Feinde einfach nur kurz anditschen und sie fliegen weg. Beziehungsweise, na gut, die vielleicht nicht, aber die meisten kann man anditschen. Diese kleinen Fehlermäuse zum Beispiel. Das ist ziemlich cool. Was die Square Enix hier hat einfallen lassen. Oh, nice. Da hat sich meine Angriffskraft praktischerweise nochmal verstärkt. Wow. So, du auch hier. Weg mit dir. Wenn ich sie mal treffen würde. Lol. Ich habe gerade mit dem Teil die Autobahn getroffen. Okay, Teppich hält plötzlich an, warum auch immer. Wahrscheinlich wegen den Viechern, ja. Ja, alles kein Problem. Da geht's auch schon weiter. Und da haben wir es geschafft. Ruh dich aus, Teppich. Du hast es verdient. Wer hat dich denn gefragt? Zum Palast geht's hier durch. Schnell! Hm,
dann nichts viel los. Ich hätte mein Live vorher auffüllen sollen. Ihr wisst jetzt wohl über alles Bescheid, was? Man kann Übermachenschaften eben nicht auf ewig geheim halten. Wie leicht ihr habt. Ich hatte mich gerade in den Palast geschlichen, um ein paar Schätze auszuleihen, als ich plötzlich diese Stimme hörte. Sie sagte: Lass mich frei und du bekommst von mir eine noch viel größere Belohnung. Ich fragte: Wer bist du? Die Stimme antwortete: Der wahre Sultan von Agrabah. Böse Menschen haben mich hier eingesperrt. Warum? Warum nur habe ich diese Geschichte geglaubt? Vielleicht hatte Jafar mich verzaubert. Ja, das muss es gewesen sein. Ich bin sicher, die versprochene Belohnung hatte nichts damit zu tun, richtig? Ein bisschen vielleicht. Aber Jafar hat mich letztlich nichts gegeben. Mir. Wo habt ihr all die Kostbarkeiten her? Von dem Mann in der schwarzen Kutte natürlich. Die Organisation 13... Ich wusste es. Diese Schätze waren ein Geschenk, damit ich auch ja niemandem von Jafars Rückkehr erzähle. Er sagte, er würde Jafar vernichten, indem er ihn in Herzlosen verwandelt. Es bestand also kein Grund, Agrabah in Panik zu versetzen. Das habt ihr mir abgekauft? Ich bin ein Trödler. Und ein guter noch dazu. Ich kaufe alles, solange der Preis stimmt. Es wäre ein erfolgreicher Handel geworden, wenn ich nur damit durchkommen wäre. Tolle Einstellung! Das musst du gerade sagen, Jago. Das musst du gerade sagen. Na warte, Jafar, du wirst schon noch bekommen, was dir zusteht. Das will ich doch hoffen, Prinzessin. Ganz Agrabah wird mir gehören. Und du? Du, meine Königin, wirst an meiner Seite auf ewig Tränen vergießen. Ach, Aladdin? Dein geliebter Aladdin röchelt bestimmt gerade deinen Namen. Mit seinem letzten Atemzug. Hä? Hm? Ha. Was tue ich gerade, Jafar? Du widersetzt dich mir, du nutzloser Vogel? Jago! Euch allen wird er schon bald genauso ergehen. Und damit beginnt der eigentliche Finalkampf. So, Jafar, diesmal ein für alle Mal. Ich finde diesen Kampf über den Dächern der Stadt ziemlich cool. Muss ich sagen, ja. Wir müssen ihn hier unten erstmal treffen. Dann ist er nämlich kurz betäubt. Und wir können hier ihn bearbeiten. Es gibt keinen Kopf. Alle werden hier gehorchen. Vergiss es.
Das wird niemals geschehen. So. Er hat schon die Hälfte von seinem Life weg. Ich finde, das ist ein ziemlich einfacher Gegner. Also seine Größe ist hier wenig beeindruckend. Ein paar Mal draufhauen. Und schon ist er fast gut wie besiegt. Wieso mache ich ihm gerade keinen Schaden? Ach, deswegen. Weil jetzt die Phase kommt. Okay, das ist fies. Ich glaube, ich kann ihn gar nicht erreichen gerade. Es gibt keinen Kopf. So, jetzt aber. Es gibt keinen Kopf. Nein, 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 nein. Macht er den Scheiß schon wieder? Zu viel Geröll hier. So, schnell hin. Nein, 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 nein. Schon. Lass mich ihn treffen. So, wir haben ihn fast. Oh yeah, das war's, Jafar. Bye bye. Du hast dich mit Jafar angelegt und mir nicht Bescheid gegeben, Al? Tut mir leid, Genie. Es ging alles so schnell. Ich wollte ein paar tolle neue Tricks zum Besten geben. Aber Hilfe! Du musst Agrabah wieder aufbauen. Schon zur Stelle! Ein Picobello Donatello Agrabah, dann sofort! Vergesst das alte Agrabah, Sand von gestern. So wie es war, bitte. Wirklich? Nicht mal blaue Dächer? Na gut. Aber das nächste Mal baue ich auch ein paar Swimmingpools ins Stadtbild, ja? Komischerweise. Ich weiß nicht, hat der Zauber gerade gar nichts gebracht oder wie? Ich meine, da lagen noch Klötze, da waren noch drei große Krater. Gut, okay. Das hinterfrage ich jetzt nicht. Naja. Herrscht wieder Ordnung. Ja, danke, Leute. Und du benimmst dich gefälligst, kapiert? Klar hab ich's kapiert. Ich höre ja auf, damit den großen Otto zu markieren. Ich möchte ein guter Freund sein, so wie Genie. Aber ich bin zu nichts nütze. Was tauge ich da schon als Freund? Nein, das siehst du falsch, Jago. Freunde müssen nicht zu was Nütze sein. Die Hauptsache ist, dass man zusammen einfach Spaß hat. Darauf kommt es an. Ihr drei seht immer so aus, als hättet ihr Spaß. Genau, Leute. Meine Rede.
Spaß muss sein. Aua, mein Schnabel! Donnerwetter, Iago. Das hat bestimmt wehgetan. Na ja, wenigstens kann ich noch fliegen. Pass auf! Wow! Au, au, au! Oh, ist etwa mein Typ gefragt? Komm schon, Al. Ein paar Swimmingpools und eine Autobahn. Bitte. Alles in Ordnung. Keine Panik. Genie! Aber mich juckt so in den Fingern. Tut das gut. Zora, Donald, Goofy, ihr seid echt ne Wucht. Wenn ihr mal wieder Lust auf kosmisches Halligalli kriegt, gebt mir Bescheid. Ihr habt uns wieder aus der Patsche geholfen. Vergesst uns nicht, okay? Werden wir nicht. Und Zora, dieser Freund, nach dem du suchst, hast du ihn gefunden? Du findest ihn. Bestimmt. Ja, und das war's auch endgültig von Agrabah. Zeichen für das kommende Finale. Und das wird die letzte Flugroute für uns sein. Ich glaube, hier können wir noch nichts weitermachen. Deshalb werden wir beim nächsten Mal das geweihte Land betreten und dieses Level ebenfalls vollenden. So, also bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski, Leute.